Hallo liebe DAO-Freunde, es ist mal wieder Zeit für ein Daily DAO mit mir. Und wir sind jetzt gerade in den Wald gefahren, in der Nähe vom Institut. Hier ist Chuxiao, Liu Shifu. Und wir machen heute ein deutsches Video, und zwar über das, was ich heute schon veröffentlicht habe. Ein kleines Foto von mir und meinen Brüdern in Wudang, Namudang, Daoyuan. Und wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu der Lippoldshöhle, die in der Nähe von unserem Institut ist. Hier ist auch der Fluss, der reißende Fluss, die Glene. Wir wollen ein bisschen dort üben, ein bisschen trainieren, weil mein Schüler war noch nie dort, obwohl das hier in der Nähe ist, aber wir hatten bisher immer noch nicht die Gelegenheit. Hier müssen wir hoch. Und zwar, guckt euch mal ein bisschen den Hintergrund an. Ich glaube 350 oder 400 Meter Höhe. Also es ist schon ein Berg, ein kleiner Berg, sage ich jetzt mal so, der Dörgo Namudang getauft wurde. Auch vom Großmeister Yoshende, unseren Linienhalter, unser Zhangmen von der Wudang Pai. Und zwar würde ich ganz gerne ein ganz kurzes Video machen, ganz kurzen Dao Talk über das Thema Beständigkeit. Kung Fu, was bedeutet Kung Fu? Ich hatte es ja vorhin schon in einem kleinen Post geschrieben. Kung Fu ist ein Skill, also eine Fähigkeit, die man durch harte Arbeit über eine längere Zeit, über einen längeren Zeitraum praktiziert, übt, und dann bekommt man diese Fähigkeit. Das nennt sich Kung Fu. Ob man jetzt kocht und ein richtig guter Koch ist, oder ob man ein guter Maler ist oder Schriftsteller, das muss man sich alles aneignen, und das dauert Zeit. Das dauert seine Weile. Gut Ding will Weile haben. Und im Chinesischen gibt es einen guten Spruch, der heißt Hao Shi Duo Mo. Ja, sieht gut aus, ne? Die Höhle. Ne? Können wir gleich auch noch mal Fotos machen. Aber in der Höhle zum Beispiel, es ist ja jetzt wieder am Schneien. Es hat gerade wieder angefangen. Und egal, ob das Wetter gut ist, schlecht ist, es gibt keine Ausrede für jemanden, der ernsthaft Kung Fu trainiert, Kung Fu praktiziert. Egal was du machst, wenn du mit dem Herzen dabei bist, dann wird es auch in schlechten Zeiten immer nach vorne gehen. Wenn du mit dem Herzen übst, gibt es keine Schwierigkeiten auf deinem Weg. Egal wie viele Leute dir Steine in den Weg legen, egal wie viele Leute über dich schlecht reden, du verfolgst deinen Weg. Und am Ende dieses Weges wirst du eine Belohnung erhalten, nämlich eine Fähigkeit, wenn du dich selber gemeistert hast, deinen Geist gemeistert hast. Hier sind wir jetzt in den Höhlen, bei den Höhlen. Diese Höhlen haben auch einen neuen Namen bekommen, und zwar ist diese Höhle hier Xiongwudong. Ja, und das ist die Shentiandong, und das ist die Shendedong. Shendedong und Shentiandong. Und wir werden hier jetzt gleich ein bisschen Säule stehen, ein bisschen praktizieren, weil das ist unser täglich Brot. Das Kung Fu, was wir trainieren, ist natürlich, um den Willen zu stärken, um die innere Fähigkeiten, die innere Energie zu kultivieren und um das Selbst zu meistern. In der Wudang Pai ist die Kampfkunst, die innere Kampfkunst, ein Werkzeug zur Dao-Kultivierung. Und dieses Werkzeug benutzen wir wie ein Werkzeug. Das heißt, wir üben die Sachen mit dem Ziel, das Dao zu kultivieren. Unser Ziel ist es, eins mit dem Dao zu werden. He Dao. Und kürzlich habe ich auch eine Sache veröffentlicht, die nennt sich One Foundation, ein Fundament. Was bedeutet das? Dass wir zurück zum Ursprung, zurück zur Einfachheit wollen mit unserer Praxis. Diese Übung, die wir vorstellen, die wir unterrichten in diesem One Foundation Programm von Wudang Pai Germany, sind für alle gedacht. Für diejenigen, die unsportlich sind, für diejenigen, die nicht viel Zeit haben. Es wird ein Online-Programm geben, wo jeder zu Hause auch diese Sachen üben kann, diese Übung nachmachen kann. Und zwar
geht es um das Zurückkommen zur Einheit. Was ist das Wichtigste in der Kultivierung? Was ist am Anfang der wichtigste Teil? Stille und Harmonie. 气和, 心经. Diese vier Zeichen sind mir während einer tiefen Meditation als Vision, als visuelles Image erschienen. Und deshalb verfolgen wir auch dieses Prinzip. He Qi bedeutet das Qi harmonisieren. Und dann der zweite Teil, Xin Jing, das Herz beruhigen, das heißt in die Stille eintreten. Ru Jing, Xin Jing, Shen Qing. Dieser Satz aus dem Qing Jing Jing, aus der klassischen Schrift der Stille und Klarheit, bedeutet, wenn das Herz ruhig ist, dann wird der Geist klar. Und wenn der Geist klar ist, dann können wir eins werden mit dem Dao, mit uns selber, mit der Natur. Und das ist unser Motto. One Foundation, das eine Fundament schaffen, um eins zu werden mit uns selbst, mit dem Dao. So, ich zeige euch jetzt noch ein bisschen. Da oben ist noch eine weitere Höhle. Da ist auch Wohnraum. Also wer hier herkommen möchte, um hier in der Höhle zu wohnen. Im Winter wird es sehr kalt, aber man kann dort auch Feuer machen, weil es gibt einen Vorhof. Und ihr seid herzlich willkommen, uns hier im Dao-Institut in Alfeld zu besuchen. Ich bin Liu Shifu vom Wudang Dao-Institut. Das ist Chu Xiao. Wir wünschen euch eine gute Zeit und gute Gesundheit und gute Energie. Wuliang, Tianzun.